Hi Leute und herzlich willkommen. Heute möchte ich über ein kleines Detail reden, das uns zum kommenden Wastelanders DLC bereits offenbart wurde und ein kleines Detail, über das ich mich ziemlich freue, da hier natürlich viel Nostalgie mit im Spiel ist, denn die kultigen aus den alten Fallout-Teilen, Fallout 1 und 2 bekannten Floatern, kommen endlich zurück in die modernen Bethesda Fallout-Spiele. Die Floater haben einen langen Weg hinter sich, eine lange Geschichte, in der sie fast immer und immer wieder in Fallout-Spielen ihren Auftritt gehabt hätten, es aber dann doch nicht geschafft haben. Bereits für Fallout 3 gab es Konzeptzeichnungen zu gleich drei verschiedenen Arten von Floatern, den Original-Floatern teilweise sehr ähnlich bis hin zu sehr unähnlich, aber bei durch den FFV mutierten Flachwürmern kann man glaube ich ziemlich viel machen, also whatever. Aber leider haben sie es dann doch nicht mehr ins Spiel geschafft und wurden aus Zeitgründen leider nicht ins Spiel implementiert. Und auch in Fallout New Vegas findet man in der Game-Datei noch eine Floater-Datei. Diese heißt allerdings nur Floater und enthält Werte. Alle dafür benutzten Assets entsprechen allerdings einem Zentauren. Also auch in New Vegas hat es der Floater leider nicht zurück ins Spiel geschafft. In Fallout 4 fehlt sowieso jede Spur von einem Floater und jetzt in Fallout 76 erhalten wir diese Wesen scheinbar zurück. Wenn auch stark verändert oder sagen wir so mittelmäßig verändert vielleicht, keine Ahnung, werden wir im neuen Wastelanders DLC wohl auf diese Flachwurm-Riesenmonster treffen können. Wie man sehen kann, wohl auch in verschiedenen Variationen. Wir lesen hier Flamer, Freezer und Chomper. Diese Wesen können also vielleicht auf verschiedene Elemente zurückgreifen oder vielleicht auch nur als Nahkämpfer auftreten. Mal schauen, wie das dann im tatsächlichen Spiel aussieht und sich verhält, denn von der Konzeptzeichnung bis ins fertige Spiel kann sich noch einiges verändern. Auf jeden Fall freue ich mich sehr, dass die Floater wirklich wieder zurückkommen ins Spiel. Und das eröffnet auch die Möglichkeit, dass es vielleicht auch die ein oder anderen Fan-Favorites zurück ins Fallout-Universum schaffen können. Denn ganz ähnlich geht es beispielsweise auch den beliebten und durchaus mysteriösen Vanamingo, die auch schon, wie wir hier sehen können, in mutierter Form als Mutated Vanamingo in Fallout 3 einen Auftritt haben hätten sollen. Zumindest gab es Konzepte dafür. Laut Fallout Bible sollten die Vanamingos nach Fallout 2 zwar ausgestorben sein, das heißt aber erstens nicht, dass sie nicht trotzdem in Fallout 76 auftreten könnten und zweitens, jetzt mal ehrlich, die Fallout-Lore in Fallout 76 ist quasi nicht mehr vorhanden, die können machen, was die wollen. Und jetzt, wo die Fallout-Lore in Fallout 76 wirklich keinen Sinn mehr macht, sollen die meiner Meinung nach auch alles machen, was die wollen, beziehungsweise auch, was die Fans wollen, also Fanservice. Also bringt ruhig die Ausgestorbenen, die erst viel später erschaffenen und die überhaupt nicht in Fallout 76 passenden Gegner zurück, die wir alle so vermissen und lieben. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, vergesst bitte nicht, das Video zu liken. Abonniert den Kanal, wenn ihr es nicht schon getan habt. Und wenn ihr den Kanal ganz besonders unterstützen wollt, schaut auf Patreon oder Steady vorbei. Dort könnt ihr den Kanal finanziell unterstützen. Aber auch einmalige Spenden über PayPal sind natürlich immer gern gesehen und total wichtig und cool. Cool, vielen Dank dafür. Und eure Kommentare, eure Meinungen, eure Interessen und vielleicht auch eure Wunschgegner aus der Fallout-Reihe, die wir jetzt noch nicht in Fallout 76 oder in den neueren Fallout-Spielen wiedergesehen haben, könnt ihr mir sehr gerne in die Kommentare schreiben. Es würde mich sehr interessieren. Und natürlich auch eure Meinung zu den Floatern, zu den neuen Designs und ob ihr es cool findet, dass diese Retro-Gegner zurück ins Spiel kommen. Oder vielleicht auch nicht. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.